Der Angriff Russlands auf die Ukraine erschüttert die Welt. Auch die Börsen reagieren. Weltweite Angst schickt die Kurse auf eine Achterbahnfahrt. Mit der aktuellen Lage muss ich sagen, ja, ist nicht so schön, ins Depot manchmal zu gucken. Wir wissen nicht, ob das schon der Boden ist oder wie auch immer oder was auch immer passiert. Das ist jetzt echt nicht wie. Deswegen, wir geben es jetzt aus. Gold, Aktien oder alternative Anlagen. Wie können wir unser Geld krisenfest machen? Dann wird man sich nur ganz schwer vor Wertverlusten schützen können und schon gar nicht vor irgendwelchen Schwankungen. Ja. Aber man kann es eben minimieren. Börsen in Zeiten, in denen die Welt Kopf steht. Max zeigt, was Anleger jetzt tun sollten. Ein Krieg in Europa war bis jetzt unvorstellbar. Auch für diese drei jungen Studenten der EBS Wirtschaftsuniversität in Österreich-Winkel. Vor allem für junge Anleger kann die aktuelle Krise zur Belastungsprobe werden, emotional und wirtschaftlich. Für uns hier in Deutschland war das erstmal ein großer Schock. Ich glaube, viele haben damit nicht gerechnet. Und man hofft natürlich, dass einen selbst persönlich nicht trifft, aber trotzdem leidet man mit den Menschen vor Ort mit. Das macht natürlich viel in den Herzen, aber auch viel in den Märkten jetzt. Denn längst hat der Krieg auch unsere Finanzen erfasst. Seit dem Einmarsch steigt und fällt der DAX unkontrolliert und vor allem unvorhersehbar. Karl Zickenhainer, Jonas Ottmüller und Hüseyin Yazgili investieren langfristig an der Börse. Sie haben Aktien, ETF-Sparpläne und Bitcoins. Bisher kannten ihre Investments nur eine Richtung, nach oben. Mit Corona und dem Krieg erleben sie erstmals zwei heftige Abstürze, die ihre Depots ins Minus stürzen lassen. Ja, sicher. Also ich meine, da ist natürlich eine Angst dabei, dass das alles gegen Null geht. Die rote Zahl in seinem Portfolio zu sehen, ist nie eine schöne Sache. Wenn es jetzt richtig abschmiert, dann müssen wir natürlich auch schauen, wo wir mit unserem Geld hingehen. Schon im Vorfeld hatte die Sorge vor einer solchen Entwicklung zu Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt. Aktienkurse brachen ein, der Ölpreis und damit auch der Benzinpreis schossen in die Höhe. Finanzexperte Joachim Schallmeier leitet den Bereich Kapitalmärkte bei der Deka-Gruppe in Frankfurt. Der Stratege ist sicher, dass wir uns auf herbe Verluste einstellen müssen. Wir haben eine ganz neue Situation, was Wachstumsperspektiven anbelangt, was Rohstoffpreise anbelangt, was die Inflationsdaten anbelangt, was die Reaktion der Notenbanken darauf anbelangt. Also von heute auf morgen gerät das ganze Gefüge in ein neues Gefüge über. Und das muss man einpreisen und da muss man sich erstmal drinnen zurechtfinden. Und das erklärt die scharfe Marktreaktion an dem Tag selber. Es erklärt aber auch die großen Marktvolatilitäten, die großen Marktschwankungen, die wir jetzt haben, weil das Ganze natürlich hochdynamisch und im Fluss ist. Ja. Nach dem ersten Einbruch der Märkte als Reaktion auf den Einmarsch Russlands haben sich der DAX, der Dow Jones und der MSCI World schnell erholt. Bis die Ankündigung weiterer Sanktionen und die Kompromisslosigkeit Putins zu einem neuen Abwärtstrend führte. Und ein Ende der Schwankungen ist nicht in Sicht. Eine schwierige Zeit für Anleger. Sie laufen Gefahr, hektisch oder gar panisch zu werden und Entscheidungen zu treffen, die weitere Verluste bringen. Ich habe ehrlich gesagt versucht, relativ viel zu verkaufen, was eben noch ging. Also ich habe jetzt nichts verkauft, ich habe im Gegenzug sogar nachgekauft. Aber jetzt nicht direkt das, was ich vorher auch schon hatte, sondern man muss sich da auch ein bisschen so umgestalten auf dem Markt. Und da gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten, wie jetzt die Kryptowährung. Gerade in Krypto hat man natürlich große Erwartungen gehabt, nachdem vor allem auch die SWIFT, der SWIFT-Byte oder die Russen keinen SWIFT-Zugang mehr hatten, haben wir natürlich gedacht, dass gerade Bitcoin schlagartig steigen wird. Aber schlussendlich, klar, da war ein Anstieg, aber schlussendlich haben wir gerade wieder einen Rückgang. Bevor der Markt eingebrochen ist, habe ich schon Teile meines Portfolios aufgelöst und umgeschiftet und neu investiert. Verkaufen, um möglichst hohen Verlusten aus dem Weg zu gehen. Oder investieren, da es jetzt besonders günstig ist. Für Börsenpsychologe Roland Ulrich sind das die typischen Reaktionen von Millionen Spekulanten weltweit, die das Parkett aktuell zum Beben bringen. An der Börse werden Erwartungen gehandelt. Erwartungen über die Zukunft, Erwartungen von Millionen von Marktteilnehmern mit völlig unterschiedlichen Interessen an der Börse. Und wenn es zu solchen externen
Ereignissen kommt, wie jetzt den Krieg vor unserer Haustür, dann hat das enorme psychologische Auswirkungen. Es führt zu einer großen Unsicherheit und dann kommt es eben zu dieser Panik, dass alle die Aktien verkaufen wollen, alle nur aus diesem Markt raus wollen, ihre verbleibenden Gelder noch retten wollen und der Verstand ist komplett abgeschaltet. Deswegen sage ich immer, ein Börsencrash ist eigentlich nichts anderes als ein Cortisolschock. Ruhe bewahren und nicht versuchen, den Markt zu timen. Denn die Erfahrung zeigt, wer versucht, den richtigen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu finden, scheitert meist, erklärt uns Joachim Schallmeier. Es gibt zwei Dinge, die man an der Börse unbedingt vermeiden sollte. Und das ist, sich von Gier oder von Panik leiten zu lassen. Das ist beides kein guter Ratgeber. Sondern es gilt in diesem Umfeld unbedingt auch die mittel- und langfristigen Dinge dann nicht aus dem Auge zu verlieren. Deswegen sollten sich die Anleger nicht von ihrem Sparplan abbringen lassen, egal wie schwer das auch fällt. Denn auch wenn impulsive Reaktionen seit Jahrhunderten das Überleben der Menschen sichern, sind sie für das Handeln an der Börse kein guter Ratgeber. Kurzfristig ist das Börsengeschehen sehr zufallsbedingt. Wir können es nicht vorhersagen. Langfristig können wir die Börse sehr wohl vorhersagen. Historisch gesehen ist der Trend aufwärts gerichtet. Solange die Wirtschaft wächst, solange es Entwicklungen gibt, technologischen Fortschritt gibt, werden die Börsen steigen und die Kurse steigen. Das sehen wir seit Hunderten von Jahren. Dennoch haben sich unsere Studenten entschieden zu reagieren. Vor allem aus ethischen Gründen schichten sie ihr Portfolio um. Von dem Krieg finanziell zu profitieren, ist für sie angesichts des vielen Leids nicht vertretbar. Ich habe mir mal kurz eben überlegt, dadurch, dass wir natürlich jetzt unsere Bundeswehr aufrüsten und wir uns an dieses 2%-Ziel der NATO eigentlich halten. Aber das ist natürlich so ein bisschen auch die ethische Frage, ob man das wirklich möchte. Und persönlich habe ich jetzt auch die Reaktion gezogen, habe mich aus meiner Aktie, meine Fonds angepasst, gesagt, ich möchte mit Unternehmen, die Russland unterstützen, nichts mehr zu tun haben. Dennoch sollten Anleger ruhig bleiben und ihrem Sparplan weiter folgen. Das heißt, sie sollten weder panisch werden und verkaufen, noch in großen Mengen Aktien nachkaufen.